Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Marion. Herzlich willkommen in meinem Bastelstübchen. Letzte Woche haben wir ja ein bisschen Theorieunterricht gemacht mit den Inchmaßen und ich habe euch versprochen, zur Belohnung gibt es diese Woche ein kleines Täschchen. Das habe ich hier für euch. Das ist gefertigt aus den tollen Designerpapier-Gartenimpressionen. Da habt ihr so ganz verschiedene wildschreiend gefärbte Blumenmuster, die für solche kleinen Täschchen geradezu ideal sind. Und ich habe mir ausgesucht für das Täschchen, das ich heute mit euch bastel, dieses Design. Und passend dazu Farbkarton in der Farbe Mangogelb. Das ist also eine neue aus unseren neuen Farben und die passen super zusammen. Die Grundfarbe hier wäre Marineblau und bestempelt habe ich das hier noch mit so einem kleinen Taschenbaumler hier dran gehängt mit dem Stempelset kurz gefasst. Da kommen wir aber dann später dazu. So, wie schon erwähnt, basteln wir heute in Inchmaßen. Unser Ausgangsstück ist ein Designerpapier in den Maßen 6x6 cm. So bekommt ihr die ja schon geliefert, wenn ihr die Gartenimpressionen bestellt. Und dann gehen wir mal mit dem Papierschneider ran und schneiden aber nicht, sondern falzen. So, wir falzen zuerst einen kleinen Umschlag. Noch ein Tipp vorweg, ihr tut euch leichter, wenn ihr ein Muster wählt, wo ihr nicht unbedingt auf oben und unten achten müsst, wo also dann auf der Rückseite von der Tasche irgendwas auf dem Kopf stehen könnte oder ihr es gar total seitlich macht und da gar nichts rauskommt. Also sucht euch irgendein neutrales Muster, wo es wirklich egal ist, wo von unten, links, rechts, Kopf über oder auch sonst was ist. Wir fangen an mit einem kleinen Umschlag. Und zwar soll der 1/4 Inch breit sein. Ihr habt also hier den ersten Strich. Auf dieser Seite ist eure 1/4 Inch Marke. Den falzen wir einmal von zwei Seiten, also von zwei gegenüberliegenden Seiten. Dann bleiben wir auf den gleichen Seiten und falzen jeweils einmal von rechts und einmal von links bei 2 1/4. Hier ist die 2-Inch Marke und hier ist die 2 1/4-Inch Marke. So, wieder um 180 Grad drehen, also die Seite, die wir auch eben gerade mit diesem schmalen Falz versehen haben, wieder bei 2 1/4-Inch anlegen. Jetzt drehen wir um 90 Grad. Und falzen von beiden Seiten bei 1/7. Hier ist 1 und 7/8 ist also das letzte Achtel vor der 2. Wieder um 180 Grad drehen und wieder bei 1/7 anlegen. Wer da jetzt Schwierigkeiten hat, der guckt sich bitte mein Video von der letzten Woche an. Da habe ich das alles erklärt, wo ihr jeweils welches Achtel, welches Sechzehntel, welches Viertel auf diesem 1-Inch-Strahl finden könnt. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Falzen. Eure schmalen 1-Viertel-Streifen sind jetzt hier jeweils unten und oben vor euch. Ich habe natürlich wieder ein Muster genommen, wo man die Linien ganz schlecht sieht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich knick's jetzt einfach mal ein bisschen vor, damit ich das besser sehen kann. Also hier sind eure schmalen 1/4-Linien und ihr schneidet jetzt an dieser Falz entlang bis zur ersten Kreuzung ein. Das machen wir an beiden Seiten. So, und auch jeweils an der gegenüberliegenden Seite. Und diese Felder, die wir gerade eingeschnitten haben, die können wir jetzt mal nach hinten umbiegen. Das sind also die, wo hier oben eure schmale 1/4-Umschlagmasche ist. Und die, wenn ihr die so zusammenklappt, die greifen hier genau ineinander und wir können so ein Kästchen kleben. Das machen wir jetzt auch. Ich nehme dazu meinen Mehrzweckflüssigkleber. Den streiche ich jetzt hier drauf.
klebe ich das hier zusammen. Das passt also wunderbar von der Länge her. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. So, und jetzt haben wir hier so ein Kästchen mit diesen beiden Laschen noch an der Seite. Und diese beiden Laschen, die bekleben wir jetzt von innen mit doppelseitigem Klebeband. Dieses rote doppelseitige Klebeband ist übrigens genau ein Inch breit. Das heißt, es passt jetzt exakt hier auf unsere Klebelasche drauf. Könnt ihr ruhig vorher schon mal umbiegen, damit die nachher schön geschmeidig ist. Und diese Seitenteile, die könnt ihr jetzt auch nach oben klappen und die mit dem Mehrzweckflüssigkleber ein bisschen einstreichen. Natürlich bis auf unser Abzugspapier da oben von dem Klebestreifen. Das bleibt selbstverständlich frei vom Kleber. Und dann kleben wir die hier an der Seite hoch. Noch mal kurz mit meinem Falzbein hier rein, damit sich das auch schön verbindet. Und dann ziehe ich mein Schutzpapierchen vom Klebestreifen ab und lege diese Umschlaglasche, die wir da vorhin gefalzt haben, hier nach innen um und bekomme so einen schönen, festen, sauberen Rand. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Jetzt können wir die Form ein bisschen biegen, wenn ihr hier ein bisschen zusammendrückt. Vorsichtig, dass wir keine harten Knicke reinkriegen an der Seite. Dann merkt ihr schon, wie diese Taschenform entsteht. Dann machen wir mal weiter mit diesem Teil hier. Das ist ein Farbkarton, ich habe es gerade schon gesagt, im Mangogelb. Da habe ich einfach einen Streifen geschnitten. Von 4 cm mal 8 cm und den habe ich einmal durch die neuen Prägeformen mit dem Strukturmuster durch die Big Shot gejagt und dann bekommt ihr hier so ein Muster, das schon fast aussieht wie so eine Lederstruktur. Also hervorragend geeignet, um damit kleine Täschchen zu basteln. Und der verpassen wir an einer Seite eine Ausstanzung mit der Anhängerkopfstanze. Das ist jetzt natürlich ein Stückchen schmaler. Die ist ja eigentlich für 5 cm breite Streifen ausgelegt. Aber das macht ja nichts. Wir müssen ja einfach nur unseren Streifen hier mittig anlegen. Und dann können wir auch schmalere Streifen damit stanzen. Dann sieht das so aus. Und wir haben hier jetzt schon praktischerweise den Verschluss mitgeliefert bekommen. Wir ziehen da nämlich so eine kleine Spreizklammer durch. Das sind die hier, neu im Katalog. Da gibt es welche, die haben so ein Knopfdesign. Das sieht total süß aus, wenn wir die hier als Verschluss verwenden, mit den zwei Löchern hier wie ein Knöpfchen. Nehmen wir die mal gleich. Die ist natürlich auch marineblau und passt deswegen wunderbar Ton in Ton hier dazu. Und damit wir wissen, wo der Verschluss sitzen soll, müssen wir natürlich zuerst hier diese Verschlusslasche anbringen, die am besten auch wieder mit doppelseitigem Klebeband befestigen, damit das schön festhält, wenn die dann nachher mehrmals auf und zu gezogen wird, damit da nichts auseinanderfällt. So, ich habe einmal hier einen Klebestreifen an meine Verschlusslasche gemacht. Jetzt schneide ich mir noch ein bisschen was ab und klebe das auf die Rückseite von meiner Tasche. Jetzt könnt ihr noch überlegen, was ihr als Vorder- und was ihr als Rückseite nehmen möchtet. Ich glaube, das ist die Vorderseite. Dann klebe ich meinen Streifen hier hinten dran und zwar ganz oben am Rand. Und da kommt jetzt die Verschlusslasche dran.
So, am besten ihr falzt euch, bevor ihr diesen Streifen aufklebt, noch ein bisschen vorsichtig, damit wir die Prägestruktur nicht wieder rausmachen mit dem Falzbein. Das Ding ein bisschen rund. Und dann kann man das hier vorne schon mal ansetzen, so ungefähr so auf der Hälfte soll dann unser Knöpfchen sitzen. Dann quetscht ihr das ein bisschen zusammen, so wie dann nachher die Form von eurer Tasche sein soll. Und dann bemüht euch, dass ihr das Ganze mittig aufsetzt. Rechts und links kommen ja noch die Träger dran. Und dann kleben wir es fest. So, wo mein Verschluss hin soll von der Tasche, das male ich mir gerade mal an. Ich drücke es also wieder so ein bisschen zusammen. Dann habe ich mir diesmal einen weißen Stift genommen, damit man den auf dem wilden, dunklen Blütenmuster auch schön sieht. Also wieder schön gerade hinlegen. Dann male ich mir an, wo mein Verschluss sitzen soll. Und nehme meinen Papierpiekser. Und mache mir da ein Löchlein rein an der Stelle. Und da kommt jetzt diese knopfförmige Spreizklammer durch. So, ich richte das mal so aus, dass die Knöpfchen auch schön, die Löcher auch schön vorne sitzen. Und das Knifflige an diesen Spreizklammern ist ja immer, die dann auseinander zu bekommen. Aber es geht ganz gut. Lasst hier einen kleinen Abstand zwischen dem Papier und der Spreizklammer, weil da muss ja dieser Farbkarton reingeschoben werden. Und je besser dieser Abstand herausgearbeitet ist, desto leichter könnt ihr dann diese Lasche von dem Farbkarton hier über das Knöpfchen schieben. Das ist am Anfang immer so ein bisschen ausprobieren, try and error, bis man dann gefunden hat, wie das am besten funktioniert. Und so würde das dann aussehen. Jetzt machen wir noch die Henkelchen dran. Für die Henkelchen, da braucht ihr nur ein paar Papierstreifen. Ich habe jetzt hier mal Papier in der Länge von 15 cm vorbereitet. Und die Breite von diesen Henkeln, die habe ich auf ein Viertel Inch geschnitten. Ein halber Zentimeter wäre hier zu Ende, wo diese dunkelgraue Leiste endet. Das ist sehr, sehr schmal. Ein Zentimeter wäre hier, das ist wiederum zu breit. Deswegen habe ich ein Viertel Inch als Maß genommen und schneide mir da jetzt zwei Streifen von meinem 15 cm langen Papier ab. Und das sind meine beiden Taschenhenkel. Die bearbeite ich auch wieder mit dem Falzbein, damit sie sich schön rund biegen lassen und mir dann nachher nicht brechen, wenn ich sie aufklebe. Und die habe ich zum Aufkleben einfach mit so einem Mini-Klebepunkt bestückt. Da könnt ihr jetzt noch überlegen, ob ihr die Henkel vorne aufkleben möchtet, dass man sie sieht, oder ob ihr sie hinten verstecken möchtet. Je nachdem müsst ihr den Klebepunkt dann natürlich entweder vorne oder hinten an euren Henkelchen anbringen. Ich möchte sie gerne so wie hier bei diesem Beispiel innen ankleben. Und jetzt klebe ich die beiden Henkelchen hier seitlich von der Verschlusslasche einfach von hinten an dieser Klebekante hier an und lege die so rum. Mit dem anderen machen wir natürlich genau das Gleiche. So, und fertig ist euer neuer kleiner Ausgehbegleiter. Ich finde diese Täschchen unheimlich niedlich. Ihr könnt da zum Beispiel hier so zwei von denen reinpacken. Die kennt ihr ja alle. Was aber auch sehr gut reinpasst, das wäre zum Beispiel das hier. Und dann könnt ihr euer Täschchen immer wieder öffnen und verschließen und könnt es so verschenken. Ich habe hier noch so einen kleinen Taschenbaumler dran gebunden.
Den möchte ich euch auch noch gerne zeigen. Das Besondere daran ist, dass ich in hell auf dunkel gestempelt habe. Und das geht wunderbar mit der Craft-Tinte. Das ist eine weiße Pigmenttinte, die hervorragend wirkt, wenn man sie auf dunklen Farbkarton aufstempelt. Und wie gesagt, das ist ja hier die Grundfarbe Marineblau. Deswegen machen wir auch unseren kleinen Taschenbaumler in Marineblau. Und hier habe ich das Craft-Stempelkissen. Das ist jetzt noch die alte Version mit dem Überschlag. Und ihr seht, ich kriege es schon gar nicht mehr auf. Ich bin schon so die neuen gewöhnt, dass ich da schon Probleme habe. So, jetzt kommt nochmal unser Stempelset ins Spiel mit kurz gefasst. Das sind also wirklich ganz mini, mini, mini kleine Sprüche hier und auch so kleine Embleme, die sich dann wunderbar mit der Dreiviertel-Kreisstanze ausstanzen lassen. Und ich habe hier mal einen für dich vorbereitet. Und das kriegt jetzt von mir noch einen Kreis außenrum verpasst. Das ist also alles in dem Stempelset mit drin. So, jetzt habe ich so doll in die Tinte gedrückt, dass ich meinen Kreis nicht mehr, meine Schrift nicht mehr sehe. Das ist, ja, habe ich ja wieder ganz toll gemacht. Okay, dann probieren wir es mal andersrum. Ich mache mal erst meinen Kreis und versuche jetzt einfach die Mitte zu treffen. Na, hat ja einigermaßen funktioniert. So, wie gesagt, das Ganze können wir jetzt mit der 3/4 Inch Kreisstanze ausstanzen. Und damit die Rückseite nicht so langweilig wird, habe ich da auch noch was drauf gestempelt. Damit ich aber, bevor ich hinten stempel, weiß, wo oben ist, mache ich mir erst ein Löchlein rein zum Aufhängen mit meinem Piekser. Und jetzt kann ich auch gut sehen, wenn ich das umdrehe, wo oben ist. Und für hinten drauf habe ich noch so ein Herzchen gewählt. Das stempel ich jetzt hier auf die Rückseite. So, macht sich auch als Vorderseite ganz gut, finde ich. Ganz süß, diese kleinen Stempelchen. Angebunden habe ich es mit einem Stück von dem Metallic Flair Garn. Das habe ich durchs Loch gezogen und dann das Ganze am Henkel festgeknotet. Spart nicht mit der Länge von eurem Garn, weil so kleines Gepiepse, da tut ihr euch leichter mit dem Festknoten, wenn das nicht gar so kurz ist. Und den Rest schneiden wir weg. Ich habe dann immer noch den Spleen, dass ich den Knoten nach unten drehen muss. So, und schon haben wir hier auch einen kleinen Taschenbaumler mit einem ganz persönlichen Label drauf. Was sich auch sehr schön macht, ist natürlich, wenn ihr mit dem Alphabet, mit dem kleinen Alphabet hier die Anfangsbuchstaben beispielsweise von eurem Taschenempfänger oder von euch selber drauf stempelt. So, hier haben wir jetzt mal zwei Versionen. Das eine ist hier mit gemischt mit Wassermelone. Auch sehr schön. Und wie gesagt, ihr habt hier so viele tolle Blumenmotive in diesem Papier. Das ist also wirklich ganz zauberhaft. Da könnt ihr ganz, ganz, ganz tolle Taschen damit machen. So, und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf mein Video zur Inch-Erklärung. Wer da also noch mal eine Nachhilfestunde braucht, einfach mal reinschauen, Video von letzter Woche. Und dann könnt ihr Inch-Maße rauf und runter basteln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und für nächste Woche denke ich mir natürlich wieder was Neues, Tolles für euch aus. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.